Moin Leute und herzlich willkommen. Heute ist Freitag, das heißt PvP Day. Und wir legen auch direkt los mit All Blue, damit wir direkt gleich übergreifen können in den schönen PvP Server übergreifend. Deswegen müssen wir jetzt hier ein bisschen Gas geben. Wollen wir mal hoffen, dass das Spiel weiterhin stabil läuft. Bis jetzt habe ich ja relativ Glück gehabt diese Woche. Vielleicht hat sich das Problem auch von alleine gelöst. Ich habe auch am Anfang, wenn ich das Programm starte, nicht mehr diese Fehlermeldung. Kann natürlich sein, dass das Problem sich jetzt schon mit dem neuen Update halt wirklich gelöst hat. Das wäre natürlich mega cool, aber wir wollen einfach mal hoffen, dass das durchgehend läuft. Ja. Nicht so wie letzte Woche. Da haben wir schon direkt wieder eine Fehlermeldung. Nein, Spaß. Das war von einem anderen Spiel. Macht euch mal keinen Stress. Das klappt schon. Viele von euch haben mich immer, fragen immer unter meinen Videos: Aber Blacky, kannst du nicht mal ein Video machen zu BlueStacks, wie das funktioniert, dass du auf dem Rechner spielen kannst? Eigentlich ist das ganz easy. Ihr müsst einfach nur bei Google. Oh, jetzt kriege ich sogar auf die Mütze. Sehe ich gerade. Oh, das ist aber böse. Das ist richtig scheiße jetzt, Mann. Direkt an All Blue verlieren, das hatten wir schon lange nicht mehr. Auf jeden Fall über BlueStacks das Spiel auf Computer zu spielen, ist eigentlich gar nicht mal so schwer. Ihr müsst eigentlich relativ nur euch BlueStacks halt runterladen bei Google. Ich habe verloren. wie gesagt, BlueStacks runterladen bei Google. Gebt einfach rein. BlueStacks, bla bla bla. Und ja, dann habt ihr es auf dem Rechner. Und dann müsst ihr einfach nur unter meinem Video, weil unter meinem Video habe ich immer schön die Links, wo man sich halt das Spiel runterladen kann, da drückt ihr einfach drauf, müsst nebenbei BlueStacks halt anhaben und schon installiert sich das dann schon von selber. Ich habe auch schon von Leuten gehört, die da wohl ihre Problemchen mit haben. Ich hatte damit keine Probleme. Ich weiß auch nicht, wie man das Problem leider behebt, das weiß ich nicht, das kann ich euch nicht sagen. Jetzt kackt hier irgendwie gerade das Spiel ab. Ah, jetzt geht's wieder, okay. Ich dachte jetzt schon, jetzt geht's los hier, ey. Ja, wie gesagt, BlueStacks einfach installieren, aufmachen und dann halt euer Spiel installieren durch meinen Link, den ich da unter meinen Videos halt immer stehen habe. So, unser erster Gegner ist Cross von S13. Und zwar mit Gold die Roger auf 3. Das ist natürlich schon richtig böse. Wollen wir mal hoffen, dass sie da richtiges geiles Luck haben mit dem Ausweichen. Ich wollte mich nochmal extra bedanken. Ich wollte mich mal extra bedanken. Und zwar bei, ich weiß es gar nicht mehr. Muss ich mal eben gucken. Eben ganz kurz. Mal eben. Bei Mirko, der mir dieses Symbol hier geschickt hat von dieser Teufelsfrucht. Finde ich echt super von dir, dass du mir das geschickt hast. Ich hätte auch nicht gewusst, wo ich hätte suchen sollen. Vielen Dank dafür nochmal. Echt vielen lieben Dank. Und jetzt kriege ich wahrscheinlich aufs Maul. Ja, ich kriege voll auf die Fresse. Also ich kann mir heute schon vorstellen, All Blue schon den ersten Kampf da verloren, also fast den ersten Kampf verloren, dass das heute kein wirklich glorreicher PvP-Tag wird. Wenn das so schon losgeht, dann kriege ich eigentlich nur noch auf die Fresse. Das ist immer so. Ja, ich muss auch langsam echt mein Team mal wieder nach vorne pressen. Es wird langsam echt Zeit, dass ich konsumiere. Ohne Scheiß. Ich treffe jetzt nur noch harte Gegner, die jetzt mittlerweile alle schon viel besser werden als ich. So, wir haben den nächsten. Lysop. Anders geschrieben, Lysop. Haha, geil. Roger auf 4. Alter Schwede. Dann werde ich wahrscheinlich das nächste Mal jetzt auf den Sack kriegen. Gehe ich mal ganz stark von aus. Ja, da kommt schon der Stun. Und ja, so muss das sein, genau. Ja, sein Heiler ist natürlich nicht gestunt, meiner ist gestunt. Das heißt, ich kriege jetzt ordentlich auf die Ommel. Jawohl. Ich glaube nicht, dass ich das noch retten kann. Der hat echt ein verdammt starkes Team. Also wenn ich das hier so sehe, das ist schon Roger 4, Enel auf 3. Der hat auf jeden Fall ordentlich was daran getan. Dann hat er noch Guru's ID, hat er auch noch drin. Das ist absolut mein Untergang. Puh, mein Gott. Na, ja, dann könnt ihr heute sehen, wie ich ordentlich auf die Fresse kriege. Ist auch was Schönes. So, als nächstes haben wir... Tja, von S5. Ryos, kann man das so sagen? Ryos, soll das Ryos heißen? Hm.
Ich kann es nicht entziffern. Ich weiß nicht, wie das was das heißen soll. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Wenn derjenige zufällig einer meiner Abonnenten ist, kann das auch das Video schreiben. Auch ein Roger 4. Sag mal, was ist denn los heute? Meine Fresse. Aber wir versuchen es trotzdem. Und er spielt auf Hit. Ja, das kann ja nur schief gehen. Oh, mein Lore wurde nicht gestunt. Das könnte vielleicht dann doch noch ein Vorteil für mich heißen. Vorausgesetzt, ich kriege ihn jetzt in der ersten Runde wirklich kaputt. Ah, ich habe auf jeden Fall einen seiner Chars schon weggekloppt, was mich wahrscheinlich trotzdem nicht weiterbringt, weil er macht wahrscheinlich mehr Schaden als ich. Aber mal gucken. Vielleicht kriegen wir noch eine kleine Überraschung. Vielleicht haben wir doch noch ein bisschen Chance. Das wäre natürlich... Das sieht ganz böse aus. Es sei denn, ich stand jetzt wirklich sein komplettes Team. Nein. Sein Guru Sai wurde natürlich nicht gestunt, meine aber auch nicht. Und da geht auf jeden Fall meine Prinzessin über den Jordan. Ne, also sein Team ist deutlich stärker als meins. Steckt ordentlich ein. Da werde ich, glaube ich, keine Schnitte gegen. Das kann ich knicken. Das kann jetzt noch vielleicht eine Wende geben, wenn mein... Nein. Keine Chance. Keine Chance. Echt gutes Team. Respekt. Ohne Scheiß. Respekt. Ich habe Respekt vor deinem Team. Ey, ohne Scheiß. Das ist echt verdammt gut und stark. Doch, muss ich mal sagen. Mega. Gefällt mir richtig gut. Bevor ich mein Team so habe, das vergeht nochmal 3-4 Monate oder so. Naja. Hoffen wir es mal nicht, aber wir werden sehen. So, Gegnersuche. Irgendwie kommt heute wieder nichts. Doch, da haben wir einen. Arrows von S23 mit Roger auf 1. Vielleicht mal wieder ein Kampf, den man gewinnen könnte. Ja, das sieht gut aus. Das wird ein Sieg. Da mache ich mir gar keinen Kopf drum. Das sollte gar kein Thema sein. Ja. Das ist schön. Wenigstens ein Kampf, den ich heute mal gewinne. Wahrscheinlich kriege ich gleich jetzt wieder Megateile. Aber da hat man auf jeden Fall schon mal schön viele Gegner, die auch mal ordentlich was auf dem Kasten haben. Ist auch mal schön zu sehen. Taka! Taka von S9 mit Roger auf 3. Könnte interessant werden. Mal gucken. Und natürlich hier Prinzessin auf 3. Das heißt, es spielt auf jeden Fall auf Ausweichen. Hat ihn aber nicht wirklich viel gebracht. Wahrscheinlich ist seine Ausweichfrucht noch nicht so wirklich hoch. Oder generell Ivankov finde ich ja sowieso nicht so gut. Ich finde ja eher Trafalgar-Lore besser. Macht für mich irgendwie mehr Sinn. Als statt, aber ihr wisst ja warum. Weil mein Ivankov ja einfach übelst verbuggt ist. Weil ich einfach scheiße ist bei mir. Keine Ahnung, warum es bei mir nur so ist. Ich habe eigentlich ausreichend schon verdammt hoch. Eigentlich kann da nichts mehr passieren, aber es soll wohl nicht so sein. Was soll ich sagen? Was soll ich euch sagen? Ist halt so. So, Lore von S13 mit Roger auf 1. Könnte aber trotzdem interessant werden. Oh, wir haben schon wieder keine Punkte mehr. So, dann holen wir uns direkt mal wieder welche. 3, 4 und 5. Jawohl. Na, wollen wir mal. So, Lore. Wollen wir mal gucken. Okay, Ivankov ist gestunt. Das heißt, das Team geht auf jeden Fall in der ersten Runde kaputt. Oder sagen wir es mal so, jedenfalls in der zweiten Runde definitiv. Erste, wenn ich Glück habe. Geht in der zweiten Runde. Ja, alles klar. Läuft. Wieder ein Kampf, den ich gewonnen habe, Gott sei Dank. Also nicht nur geloost heute, sondern auch mal ein paar Kämpfe gewonnen für mich. Valodia. Valodia S9 mit... Oh, mit Zen. Das sollte eigentlich gar kein Problem sein. Aber ich will den Tag nicht vor dem Abend loben. Es kann immer noch nach hinten losgehen. Ivankov ist gestunt, das heißt schon mal gute Voraussetzung für einen Sieg. So. Da kommt meine Prinzessin und jetzt noch Guru Sai A und das Team ist hinüber. Bams. Ja, Gizaru, das sollte jetzt kein Problem mehr sein. Der schafft es auf jeden Fall nicht, mich platt zu machen.
Kizaru ist auch nicht mehr das, was er mal war, wenn ich überlege, dass früher alle mit Kizaru gespielt haben, weil Kizaru absolut 9 plus Ultra war beim Bosskampf und überhaupt. Und jetzt ist er einfach irgendwo ganz unten, kaum einer spielt den noch, weil er halt schlecht geworden ist. Ist schade eigentlich. Ich hätte schön gefunden, wenn er auf Red geht, vorne und hinten angreift. TK von S13. Ja, den nehmen wir auch mit. TK. Den nehmen wir mit. Sollte kein Problem sein. Jawohl. Hat wahrscheinlich gerade sein Team rausgenommen. Über Nacht oder so. Wer weiß. So. Suchen wir den nächsten. Zeitgap haben wir noch. Irgendwie habe ich zurzeit echt Probleme bei der Gegnersuche, ne? Das ist schon irgendwie komisch. Hatte ich vorher nie das Problem. So, Monkey von S21. Goldie Roger auf 2. Ja, das wird ein interessanter Kampf. Meiner ist schneller, das ist schon mal gut. Und jetzt noch sein Lore. Nein, der wurde nicht gestunt. Das kann natürlich böse ausenden. Siehst du, und aus dem Grund macht man Lore auf Speed. Weil er greift noch vor meinen DDs an. Das ist natürlich dann immer problematisch. Jawohl. Gut. Besiegt haben wir. Das geht schon mal. War schon mal nicht schlecht. Oh, Hody. Hody von S1. Den nehmen wir natürlich mit. Auf 3. Kann man auf jeden Fall machen. Den habe ich vorhin auch mitgenommen im Kampf. Also am Montag. Eurer Zeitrechnung. So, Ruffy von F1, den haben wir schon öfters mal gehabt im Kampf. So, da haben wir Roger auf 4. Boah. Also da muss ich jetzt echt Ausweichglück haben. Und wieder kriege ich auf die Fresse. Da werde ich alt aussehen. Der dürfte mich zerreißen. Der macht mich kaputt. Jawohl. Ja. War klar. Aber egal, macht nichts. Wir suchen uns noch einen Gegner. So, wen haben wir hier? Weedy von S21. Roger auf 3. Es könnte interessant werden. Wollen wir mal gucken, was der Weedy so drauf hat. Ja, der hat mich auf jeden Fall im Griff. Der kriegt mich kaputt. Der kriegt mich kaputt. Ich muss unbedingt meine Prinzessin auf 3 machen. Damit ich wieder ein bisschen mehr Chancen habe auszuweichen. Weil gegen die Rogers, die jetzt mittlerweile alle auf Maximum Hit sind und so, da reicht das nicht mehr aus, Prinzessin einfach nur auf 2 zu haben. Beziehungsweise 1 würde ja reichen, aber auf 3 muss sie jetzt auf jeden Fall. Sonst kann ich mit Ausweichen mal gar nichts mehr anfangen. Dann habe ich echt die Arschkarte. Naja. Ja, mein Roger wird das jetzt noch im Alleingang noch ein bisschen machen und dann ist er finito. Jetzt ist er weg. Ja, so ist es halt. So, einen Kampf kriegen wir noch hin. Einen Kampf machen wir noch. Wer ist der glückliche Auserwählte? Und es ist MTX von S23. Mit Roger auf 3. Lustige Geschichte, dat. Mal gucken. Stun. Ach, verdammt. Schade, schade. Also die letzten 2 Wochen fand ich echt mega cool. Da hatte ich echt so ein Schwein gehabt, dass das Ausweichen auch angeht. Aber heute will er irgendwie nicht so. Auch Trafolgar-Lord darf man einen schlechten Tag haben. Ja, macht man nichts. Das ist einfach so. Ja. Dumm gelaufen, aber so ist das manchmal. Ja, auf jeden Fall sind wir am Ende unserer Folge angekommen. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Vielen Dank und schönes Wochenende und schöne Weihnachten wünsche ich euch, ne? Auf jeden Fall schöne Weihnachten. Ich danke euch. Macht's gut. Ciao.